Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinem Schiffberater.com bringe ich dich an Bord. Und damit willkommen zum dritten Vlog hier von der MS Andorinha auf dem portugiesischen Douro. Ja, es ist die dritte und damit letzte Folge. Und ich habe euch in den letzten beiden Folgen schon sehr viel gezeigt hier vom portugiesischen Douro, von den verschiedenen Destinationen, die wir angelaufen sind. Und nun ist es soweit, wir fahren heute die letzte Etappe zurück nach Porto, dem Ausgangspunkt der Hafen und damit auch zur zweitgrößten portugiesischen Stadt. Da haben wir dann nochmal anderthalb Tage zur freien Verfügung und ich möchte euch sehr viele Eindrücke geben aus der wunderschönen Stadt Porto. Ich habe am ersten Tag ja schon mal einen kurzen Einblick bekommen, jedoch passte das Wetter dort nicht so richtig und es war ungemütlich. Heute hingegen 27 Grad, Sonne pur, also beste Bedingungen. Vorher aber noch die Passage über den Fluss, nochmal eine Schleuse steht an. Und dann werden wir um 15.30 Uhr noch mal einmal komplett durch die Stadt fahren, auch ein Highlight. Und dann geht es rein in die Stadt Porto. Ein Ausflug steht morgen noch an und freue ich mich, diese Reise jetzt hier mit euch ausklingen zu lassen in der schönen Stadt Porto. Und ich würde sagen, viel Spaß! Der heutige Tag bietet sich wirklich wunderbar an, um dieses schöne Pooldeck zu genießen. Zum einen sind hier diese großen Sonnenschirme, die viel Schatten spenden für die Liegen. Auf der anderen Seite hat man hier diese Sonneninsel mit den Dächern drüber, wo man auch wunderbar liegen kann, heute bei den 27 Grad. Ja, und der Pool lädt auch ein hier zum Baden bei diesen herrlichen Bedingungen. Wir fahren jetzt gleich weiter, haben jetzt hier ungefähr eine Stunde Pause gemacht während des Mittagessens, damit die Gäste entspannt essen können und gleich noch die letzte Schleusenpassage genießen können, bevor wir dann diese besondere Durchfahrt durch den Hafen von Porto machen. Das war ja auf der Hinfahrt schon sehr sehenswert und bei diesem strahlend blauen Himmel heute sicherlich auch nochmal ein ganz besonderer Genuss. Ja, wir sind wieder angekommen in Porto. Der Kapitän hat uns wieder gut zurückgebracht in die Douro Marina. Ja, und jetzt sind wir hier, oder bin ich gerade mit dem Scooter. Dort steht er. Ich habe mir wieder einen Tagespass gebucht für 8 Euro. Kann jetzt 24 Stunden so viele Fahrten damit machen, wie ich möchte. Und bin jetzt gerade innerhalb von 7 Minuten vom Schiff hier in die Innenstadt gekommen. Und freue mich jetzt ein bisschen, die Stadt anzusehen bei schönem Wetter. Morgen ist ja auch noch mal ein ganzer Tag zur Verfügung, sodass ich mir die Highlights etwas aufteile. Heute erstmal auf dieser Seite des Flusses so überwiegend bleibe. Und morgen dann auch noch mal rüber gehe. Ja, einfach wunderschön, diese Stadt jetzt so leuchten zu sehen und ich freue mich darauf, jetzt ein bisschen durch die Stadt zu gehen. Besonders schön finde ich ja den Blick hier von dieser Douro-Seite auf die andere mit der großen Brücke im Hintergrund.
Und diese Rabelos hier im Hintergrund, das sind alte Boote, mit denen der Wein in den Holzfässern aus den Weinanbaugebieten dann hier in den Großraum Porto gebracht wurden. Also auch sehr historisch hier alles. Und den besten Ausblick hat man meiner Meinung nach von dort oben. Das ist nämlich hier der Aussichtspunkt mit der Brücke auch. Man kommt mit der Seilbahn auch dorthin, sicherlich auch sehr schön und romantisch. Kostet aber etwa 8 Euro pro Person. Entweder man gönnt sich die Fahrt mit der Bahn, ist jetzt ja auch nicht so teuer, aber dafür, dass die Fahrt dann relativ kurz ist, könnte man auch überlegen, zu Fuß zu gehen. Und dort oben kann man dann auch den Douro überqueren mit der Brücke. Aber wie gesagt, die andere Seite des Douros, die schauen wir uns da morgen an. Und diese Architektur mit den Wandfliesen an den Häusern, das ist ja typisch Portugal. Das sieht man nämlich auch in Lissabon zum Beispiel. Die ein oder anderen von euch kennen das sicherlich schon. Sehr schön und toll, dass es auch in Porto hier die Tradition hat. Zurück an Bord nach diesem kleinen Ausflug geht es jetzt gleich zum Abendessen hier an Bord. Man könnte alternativ aber auch eines der Restaurants hier im Ort aufsuchen. Es ist ja derzeit alles möglich, also man kann ja auch auf eigene Faust von Bord. Aber da das Essen hier im Restaurant ja wirklich soweit gut ist, habe ich mir gedacht, das ist durchaus schön, hier nochmal den vorletzten Abend auch an Bord zu verbringen. Anschließend hat mir der Kreuzfahrtleiter den Tipp gegeben, den Sonnenuntergang am Atlantik zu beobachten. Und da heute so klares Wetter ist, erhoffe ich mir, dass es auch einen klaren Sonnenuntergang geben wird. Und dann gehe ich einfach hier die 20 Minuten zu Fuß bis zum Wasser und dann werde ich mal am Strand den Sonnenuntergang beobachten und hoffe, dass ich euch schöne Impressionen mitbringen kann. Was eine schöne Abendstimmung auf dem Atlantik. Ein wirklich toller Sonnenuntergang und ich hatte mir dann eben ganz spontan noch einen Scooter geschnappt, als ich am Meer war. Denn ich habe gesehen, weiter hinten kamen noch Dünen und da bin ich tatsächlich noch so 5 bis 8 Kilometer weitergefahren und habe dann dort in den Dünen einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt. Ja, jetzt wieder zurück. Insgesamt so 20 Minuten Fahrt würde ich jetzt schon sagen, 25. Aber mit dem Tagespass ist das ja tatsächlich auch noch enthalten. Wenn ihr aber zu Fuß gehen möchtet bis dort hinten, ist das auch kein Problem. Nur wenn man halt nochmal 5 Kilometer weiter fährt, dann wird es in meinen Augen nochmal ein bisschen schöner. Ja, aber auch hier am Schiff auch eine tolle Stimmung. Und ich gehe jetzt wieder zurück an Bord und wir sehen uns morgen wieder. Vormittags geht es dann nämlich nochmal rein nach Porto und nachmittags auf Ausflug zur Weinverkostung. Also bis morgen. Aufgewacht, die Sonne lacht und damit guten Morgen aus Porto. Ja, heute wie gesagt nochmal ein ganzer Tag hier in der Stadt. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt auch gar nicht viel Zeit, nehmen uns jetzt den Scooter und fahren dann los. Einmal auf die andere Seite des Flussufers hier von Porto. Bin dann gespannt, was es dort noch zu entdecken gibt. Nehme euch natürlich mit, bevor es dann heute Nachmittag noch zur Weinverkostung geht. Und was ich noch sagen wollte, gestern Abend mit dem Meer war natürlich wirklich toll. Und das ist so besonders hier in Porto, dass man eben vom Flusskreuzfahrtschiff einfach an die Meeresküste läuft. Weil was ich so bisher gesehen habe, war das nirgends möglich. Und ich wüsste jetzt spontan auch nicht, auf welchem Fluss das möglich ist. Zumindest, dass es so nah ist. Wenn man in Frankreich die Rhone runterfährt, dann ist es ja auch ziemlich nah am Wasser, wenn man bis ganz unten fährt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man dort so fußläufig nah am Mittelmeer dann anlegt. Hier ist die Atlantikküste auf jeden Fall richtig nah. Und das gefällt mir dann an der Douro Marina. Auch wenn es eigentlich schade ist, dass die Altstadt dann so weit entfernt ist. Weil da sind es ja gut 45 Minuten zu Fuß. Und von den anderen Anlegern, wo viele andere Schiffe anlegen, dort liegt man eben sehr zentral. Dafür hat man hier das Meer. Ja gut, also einen Verlust muss man eben in Kauf nehmen. Und ich denke mal, ist es ein ganz guter Kompromiss.
Mein Stadtrundgang hat so begonnen, dass ich erstmal über die Brücke Ponte Dom Luis gegangen bin. Das ist schon sehr hoch beeindruckend, dort rüber zu laufen, denn in der oberen Etage dort, wo auch die Straßenbahn fährt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie hoch es ist, aber wenn man dort runter schaut, das Geländer ist auch nicht allzu hoch, na, ist schon etwas schwindelerregend, kann man nicht anders sagen. Ja, und dann ging es weiter zum Bahnhof, der 1916 eröffnet wurde. Der ist nämlich auch mit diesen ganz besonderen Fliesenkünstlereien oder Fliesenmalereien bekannt geworden. Das ist hier in Portugal ja generell üblich, auch an den Häusern sieht man das ja an den Fassaden, dass diese Fliesen überall angebracht sind. Und im Bahnhof, in der Bahnhofshalle, hat man dort ein ganz tolles Kunstwerk mit erschaffen, in dem man die Fliesen wirklich toll bemalt hat. Ja, sehr sehenswert auf jeden Fall. Und das Tolle ist, von dort aus ist es auch gar nicht weit bis zu allen anderen Sehenswürdigkeiten. Alles fußläufig erreichbar, man läuft einfach ein bisschen herum und kommt zwangsläufig an den verschiedenen Kirchen und Gebäuden vorbei, die hier für Porto auch sehenswert sind. Und so lasse ich mich jetzt auch einfach mal ein bisschen durch die Gassen treiben, denn auch das ist schön, einfach durch die Gassen zu laufen und ein bisschen das Flair aufzunehmen. Es ist jetzt Freitagmorgen und dementsprechend auch nicht allzu voll. Gestern Abend war es ja relativ trubelig, aber heute ist es sehr angenehm, es zu erkunden. Und 27 Grad, perfekte Bedingungen also. Normalerweise gehört hier eigentlich auch eine Fahrt in der historischen Straßenbahn hier in Porto genauso dazu, wie es das in Lissabon auch tut. Aber ich sehe gerade, dass dort eine lange Schlange an Menschen ansteht, ist relativ voll da drin ist, und ich finde, das sind eben gerade vermeidbare Risiken, auf die man verzichten kann, indem man einfach zu Fuß geht oder zum Beispiel mit dem Scooter fährt oder mit einem Taxi oder Uber und damit FFP2-Maske. Und da hat man eben dann nur eine Kontaktperson und nicht wie in der Straßenbahn dann vielleicht 30 oder 40. Wir sind jetzt hier bei Nieport zu Gast und werden jetzt lernen bzw. sehen, wie Portwein produziert wird. Ja, und hier in diesem Lager wird seit 1900 ungefähr Portwein gelagert und hier hat sich nichts verändert. Es sieht noch genauso aus wie früher. Ja, und hier in diesen Fässern, da lagert dann dort der edle Tropfen.
Nach der Weinprobe bekommen wir jetzt noch mal einen Einblick hier in das richtig alte Lager. Und hier lagern tatsächlich richtige Wertbestände. Also ja, sehr interessant. Und wenn man mal schaut, ja, hier ist schon länger nicht mehr drüber geputzt worden. Aber im Hause Nieport ist das auch so gewünscht. Man möchte wirklich das Urtümliche beibehalten. Und Spinngewebe und Staub gehört wohl dazu. Es ist eben alt und das ist auch wichtig. Das war noch ein toller Abschluss des Tages und damit ja auch schon fast von der gesamten Reise, aber ganz so weit ist es ja noch nicht. Ich muss sagen, hat mir alles sehr gut gefallen dort, sehr hochwertig gemacht, sehr nett und freundlich gewesen, auch ja, sehr urtypisch und nicht eben so ganz modern, wie zum Beispiel letztens in Pinhão, da war es eben sehr modern gemacht, alles auch sehr schön, aber eben was anderes und toll, dass es so eine schöne Abwechslung ist. Was ich bedauerlich und wirklich, also wirklich schon richtig bedauerlich fand, ist, dass der Herr von dem Geschäft, wo wir waren, halt leider mit uns sehr nah in Kontakt war und keine Maske getragen hat. Also gerade jetzt in diesen Zeiten, finde ich, ist in meinen Augen schon noch wichtig, auch wenn man probiert, klar kann man zum Probieren ja den Mund-Nasen-Schutz ablegen, aber in meinen Augen ist es unabdingbar, dass man den direkt danach wieder aufsetzt, wenn man mit anderen Menschen so nah in Kontakt ist. Aber gut, ja, das war leider nicht der Fall. Ansonsten muss ich sagen, war es toll. Wenn das jetzt auch noch gepasst hätte, wäre es ein schöner Abschluss gewesen. 35 Euro pro Person ist durchaus auch angemessen für 3 Stunden, die wir jetzt unterwegs waren mit Weinverkostung. Zumal die Portweine, die wir probiert haben, richtig hochwertig waren. Also der eine, der dunklere, hatte 110 Euro pro Flasche dann gekostet, wenn man ihn jetzt hätte kaufen möchten. Und ja, also war schon war toll. Und jetzt geht's gleich zum Abschiedscocktail mit dem Kapitän, gerade kurz frisch gemacht. Und anschließend dann noch das Farewell-Abschiedsdinner hier sozusagen. Ich freue mich drauf und melde mich natürlich später nochmal bei euch. Das Gala-Dinner sieht heute so aus, dass es zur Vorspeise geräucherte Entenbrust gibt. Zur Suppe dann Porcini-Essenz, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Als warme Vorspeise dann gebratene Garnelen. Zur Hauptspeise zur Auswahl Rinderfilet, Halbutt oder ein vegetarisches Gericht. Und als Dessert dann entweder Creme Brûlée oder portugiesische Spezialitäten. Ja, ihr Lieben, das war auch das letzte Abendessen. Sehr, sehr gut gewesen und jetzt hier noch eine tolle Abendstimmung in Porto. Leider kam jetzt während des Abendessens die Nachricht, dass ganz Portugal jetzt zum Virusvariantengebiet eingestuft wird wegen der Delta-Variante. Ja, das ist für euch natürlich keine gute Nachricht, denn das bedeutet, dass ihr 14 Tage in Quarantäne müsst nach der Wiederrückkehr aus Portugal. Ich bin gespannt, wie jetzt die Anbieter und Reedereien darauf reagieren werden, ob die Reisen trotzdem überhaupt durchgeführt werden. Stellt für mich natürlich auch die Frage, die Arbeit, die ich hier für euch investiert habe, die Videos zu erstellen, ob sie sich insofern gelohnt haben, dass ihr überhaupt noch Interesse an diesen Reisen habt, dass es euch etwas bringt, ob es überhaupt noch geschaut wird. Ich hoffe einfach, dass ihr trotzdem Freude hattet an den Videos und vielleicht doch noch die Chance findet, in den nächsten Wochen oder Monaten mit diesem Schiff oder einem anderen Schiff hier auf dem Douro zu fahren. Denn ich muss wirklich sagen, es ist ein tolles Fahrtgebiet, es hat viel Freude bereitet, viel gesehen und es war ja im Grunde fast nur die Hälfte der Strecke bis Pinhão. Viele andere Schiffe fahren ja auch noch weiter bis Barca de Alba. Landschaftlich toll, von den Ausflügen toll, gerade dieses Schiff auch wirklich sehr schön mit dem Viva All-Inclusive-Konzept. Sehr hochwertiges Essen, toller Service. Ja, also eine traurige Nachricht im Grunde zum Reiseende und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude an der Vlog-Reihe und hoffe einfach, dass ganz schnell auch die Delta-Variante hier in Portugal wieder in den Griff bekommen, dass sie wieder ja, eingedämmt wird, sodass ihr dann auch baldmöglich wieder unbeschwert hier nach Portugal reisen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ich euch trotzdem ein paar Einblicke geben konnte. Bedanke mich und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.